willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, wir sind gerade auf dem Weg zur Stadt, denn Leute, wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen für das neue Haus kaufen. Und Leute, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, hä, warum bin ich jetzt Banani? Ey, mach mal den Labi-Filter drauf. Also, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr mehr Vlogs bzw. mehr Real-Life-Content sehen wollt. Und Leute, versprochen, den bekommt ihr jetzt. Denn ich hatte geplant, dass ich jetzt jede 2 bis 3 Tage ein bisschen vom Tag mit vlogge. Und dann habe ich nach einer Woche immer genug Material, den ich dann zu einem XXL-Vlog machen kann. Also Leute, gebt jetzt schon mal einen dicken Daumen nach oben dafür, dass jetzt mehr Vlogs kommen. Aber Leute, jetzt erstmal ab in die Stadt, Zoe! Okay Leute, wir sind jetzt in der Stadt angekommen und schaut mal, hier ist einfach abgesperrt, weil hier irgend so ein Autokino ist. Leute, ich glaube, die schauen mein Video. Und ja Leute, dann mussten wir wieder richtig viel Geld ausgeben, denn ja, wir müssen noch einige Sachen fürs Haus besorgen. Okay Leute, wir haben jetzt ein paar Sachen eingekauft, wir müssen aber direkt weitermachen und zum nächsten Laden fahren. Was wir alles kaufen, zeigen wir euch noch nicht. Das seht ihr dann alles erst in der Haustour. Aber ja Leute, das kann auch ein bisschen dauern, ihr kennt mich. Okay Leute, dann waren wir im Baumarkt. Und das Ding ist, Freunde, wir haben hier ein neues Haus, aber trotzdem müssen wir ein paar Sachen neu machen, weil, ja, wir wollen das Haus genauso haben, wie wir uns das halt vorgestellt haben. Und hier ist einfach Candy! Hä? Oder ist es doch Lami? Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, kommen jetzt mehr Vlogs und wir filmen dann immer die neuen Updates im Haus. Also jede Woche kommt jetzt ein Vlog, wo wir etwas am Haus machen und am Ende, wenn alles fertig ist, kommt die Haustour. Okay, Leute, alle Sachen sind endlich eingekauft. Wir müssen hier nichts mehr kaufen oder bestellen. Wir müssen jetzt nur noch in unsere alte Wohnung fahren. Dort geben wir dann unserer Vermieterin von der Wohnung den Schlüssel ab. Und dann müssen wir nur noch was essen, denn Leute, wir haben wieder so krass Hunger. Oh Leute, schaut euch mal diese krasse Aussicht an. Oh mein Gott, es ist immer wieder so krass. Auch wenn man hier schon 2 Jahre lang wohnt. Immer wieder, wenn ich diese Aussicht sehe, es ist einfach nur crazy. Okay Leute, hier sind wir noch ein allerletztes Mal in der alten Wohnung. Und egal wie sehr ich mich aufs Haus freue, ich werde es auf jeden Fall in der alten Wohnung hier vermissen. Das war der Ausblick, Leute, noch ein allerletztes Mal. Leute, hier in der alten Wohnung hat auch alles so richtig begonnen mit dem Kanal. Wir haben hier die 100k geknackt und dann ging alles richtig steil nach oben. Und jetzt haben wir auch schon die 1 Million. Leute, das war auch mein altes Zimmer hier und ich weiß nicht, ob ihr die Wand kennt. Auf jeden Fall fand ich die Wand schon immer richtig hässlich. Also ja, ich bin froh, dass ich auf jeden Fall jetzt ein neues Zimmer habe. Hier nochmal mein altes Setup. Jetzt geht's aber auf jeden Fall weiter, denn wir müssen essen. Ich habe Hunger, 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 Hunger. Also ja, liebe alte Wohnung, das war eine schöne Zeit, aber jetzt haben wir eine schönere Zeit. Ciao, Wohnung. Okay Leute, mein Akku ist jetzt leer gegangen, aber Emily filmt jetzt weiter. Wir fahren jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal was essen. Also ja, wir sehen uns gleich wieder. Lami? Ja? Dreh dich mal um. Du hast da was am Rücken. Ja? Hey, Junge. Das war für eben. Ja, ja. Und ja, yeah, nach dem Popobohrer von Emily waren wir im Restaurant. So sieht das Ganze aus. Lecker, lecker. Und nach der Stärkung ging es auch weiter. Wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht an der Promenade mit lecker, lecker Powerade. Aber jetzt geht's wieder nach Hause. Leute, wir sind endlich zu Hause angekommen. Was wir auch alles gekauft haben, können wir noch nicht zeigen. Also das bleibt alles auf jeden Fall noch geheim. Aber Leute, eine Sache kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Moment mal. Und zwar, Leute, ein Fußball. Leute, ohne Witz, vertraut mir, ein Fußball zu Hause zu haben, ist sehr, sehr wichtig, damit man hier so... Oh, damit man hier auf jeden Fall ein bisschen spielen kann. So, und... Oh, Sui! Okay, Leute, damit ihr jetzt nochmal alle seht hier... So, und Ronaldo-Modus an und Moment. Sui, oh, warte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen aufbauen. Ansonsten
war's das für heute. Und ja, ich vlog dann morgen weiter. Tschüss. Okay, Leute, kleines Update. Wir wollten eigentlich schlafen gehen, aber dann, oh mein Gott, wir sind kurz in Emilys Zimmer reingegangen und dann haben wir das Licht angemacht und auf einmal, Leute... Ja, okay, Leute, wir sind hier in Emilys Zimmer. Wie gesagt, ich darf hier nichts leaken, aber guckt euch jetzt das an, ja? Nicht erschrecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Bitte schreibt es mal in die Kommentare. Was ist das für ein Monster? Das ist Candy. Das ist Candy? Ja. Ah, Candy, das kleine Insekt. Naja. Okay, Freunde. Gut, dass wir ja eben einkaufen waren. Ich habe mir auf jeden Fall dieses Zeug hier gekauft. Und ich glaube, ich werde jetzt einen kleinen Kampf abliefern hier. Mit diesem Ding da vorne. Also, ich weiß nicht. Wird das Ding das da vorne überleben? Keine Ahnung. Okay, Leute, ihr seid live mit dabei. Funktioniert das überhaupt schon? Hä? Treffen. Das geht ja gar nicht. Moment mal. Okay, Leute. Das Ding funktioniert jetzt. Oh mein Gott. Okay. Ich tue es jetzt, ja? Aha. Okay, und? Triff. Hä? Los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Nein, nimm das! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's! Hallo? Oh mein Gott, nein, ich hab's noch nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist unter dem Tisch! Okay, Emily, wir müssen wieder umziehen! Ciao! Okay, Leute, ich glaube, das Ding wurde erledigt. Also Leute, nicht wundern, sowas ist einfach normal hier auf Madeira. Die Insel ist wirklich voller Insekten und so Kakerlaken und Mücken und dies und das. Also ja, gut, dass ich auf jeden Fall dieses Spray gekauft habe. Aber jetzt geht's wirklich ins Bett. Zweiter Tag. Okay, Leute, nächster Tag bricht an. Und wir müssen schon wieder in die Stadt fahren. Wir müssen uns nämlich noch mehr Sachen für das Haus kaufen. Denn Leute, das sieht so aus. Wir gehen immer hier durchs Haus herum und dann fällt uns immer irgendwas Neues ein, was wir für das Haus kaufen müssen. Wir brauchen nämlich zum Beispiel Klebeband. Denn wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich diesen Tisch zurückschicken muss. Deswegen brauche ich auf jeden Fall Klebeband. Außerdem, Leute, gestern war mir ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich mir, kann ich vielleicht ein paar neue Merch-Designs kreieren. Und Leute, das ist dabei rausgekommen. Die Leute, die meine Streams verfolgen, wissen, dass ich bald einen neuen Merch-Shop habe. Und ja, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, welches Motiv findet ihr am besten? Ich wollte auf jeden Fall Designs machen, die man dann auf jeden Fall immer draußen tragen kann. Also ich finde schon, dass jedes Motiv sehr fresh aussieht. Was sagt ihr, welches Motiv davon findet ihr am besten? 1, 2 oder 3? Jetzt geht's aber ins Auto und dann ab in die Stadt. Okay, Leute, wir sind schon im Auto. Wir waren auch schon in der Stadt. Wir waren auch schon in ein paar Geschäften unterwegs und haben ein paar Sachen eingekauft. Emily sitzt gerade am Steuer. Deswegen, Leute, ich habe ein bisschen Angst, Mann. Emily, bitte fahr vorsichtig, ja? Nö, ich fahr jetzt gegen eine Wand. Tschüss. Nein, Leute. Leute, ich habe auch nicht so viel gefilmt. Also eigentlich habe ich gar nichts gefilmt, weil wir halt auch nichts Spannendes gemacht haben. Wir haben einfach nur Sachen eingekauft. Leute, mein Magen ist auf jeden Fall sehr leer, genauso wie mein Portemonnaie, denn wir kaufen die ganze Zeit Sachen ein und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und noch mehr und noch mehr. Also ja, jeden Tag müssen wir irgendetwas fürs Haus kaufen. Aber Leute, dafür wird das Haus am Ende sehr, sehr nice sein. Also ja, wie gesagt, wir kaufen noch 1, 2 kleine Sachen ein und dann geht's auch schon zum Restaurant, denn ich habe so krassen Hunger. Und Leute, nicht vergessen, im Dezember mache ich eine dicke, fette Verlosung, wo ich ein ganzes Gaming- bzw. YouTuber-Setup verlose. Dort wird alles dabei sein, was man für YouTube braucht, also Tastatur, Maus, Headset, Monitor, alles, auch Computer. Also abonniert den Kanal, um bei der Verlosung teilzunehmen. Sui! Leute, genießt auch mal diese Aussicht hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir auf jeden Fall Pizza essen. Ich habe so Hunger, ne? Also bitte, Emily, bitte, bitte keinen Unfall machen, okay? Ja, ich versuch's. Oh Mann, das kann was werden, Leute. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Pizzen abgeholt. Und ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, welche Pizza besser ist. Also, welche Pizza hättet ihr genommen? Wir haben hier einmal... Oh mein Gott. Nee. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das ist Barbecue Chicken Pizza. Oh mein Gott, mit Paprika und so. Lecker, lecker. Und Leute, jetzt kommt Emilys Ohio Pizza. Hä? Moment mal. Wow, was für Ohio, ja, kommentiert, welche ihr genommen hättet. Oh mein Gott, so lecker. Oh mein Gott.
mein Ananas, Spinat, Knoblauch. Nee, Leute, ich bleib bei Chicken. Dritter Tag. Guten Morgen, Leute. Nächster Tag. Gestern habe ich nach dem Essen nichts mehr gefilmt. Denn ja, Leute, wir waren gestern einfach zu kaputt. Und Leute, guckt euch mal den an. Der ist ja mal richtig motiviert. Also ja, heute steht auf jeden Fall sehr viel auf dem Plan. Denn ja, ich muss auf jeden Fall mein Zimmer mal ein bisschen aufräumen. Heute wird auf jeden Fall endlich dieser Tisch wieder abgeholt. Und ja, Leute, dann muss ich hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen, weil so geht das hier nicht. Also ja, nochmal, der Tisch wird abgeholt. Ein paar Bestellungen kommen an, Emily muss livestreamen und ich muss mein Zimmer aufräumen. Und wenn ich dann fertig bin, dann kann ich endlich Videos aufnehmen. Ganz, ganz wichtig, aber leider nicht mit diesem PC, oh Manu. Naja, Leute, fangen wir einfach mal an mit der Arbeit. Let's go! Dann gab es eine kleine Poolpause und Emily hat mir noch Frühstück an den Pool gebracht. Auch süß und dieser Ausblick ist auch sehr süß. Hey Leute, ich bin jetzt hier in Emilys Zimmer. Ich darf hier nichts zeigen, aber Emily hat auf jeden Fall schon gestreamt. Ich habe 2 Videos aufgenommen. Und Leute, gerade kam einfach eine Bestellung an. Unterhosen. Oh, was ist das denn? Facecam? Leute, warum habe ich eine Facecam? Heißt das hier etwa, dass ich mich bald zeige? Nee, ich will noch nicht. Außerdem kam auch eben der Poolmann und hat den Pool gesäubert. Und morgen kommt auch schon endlich der Gärtner vorbei. Denn Leute, dieser Garten muss endlich mal repariert werden. Also ja, jeden Tag wird es hier ein bisschen fresher im Haus. Aber ja, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu tun, also sehr, sehr viel Arbeit. Der Tisch wurde auch Gott sei Dank endlich abgeholt. Also bis das Haus komplett fertig ist, dauert das auf jeden Fall noch sehr, sehr lange, also ein paar Wochen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich nehme euch auf die Reise mit, wie wir dieses Haus zusammen aufbauen. Und jetzt wird es auch schon Zeit, etwas zu essen. Aber jetzt, Freunde, muss ich erstmal einkaufen, denn wir haben kein Trinken mehr. Also rein in den Benz. Und Leute, glaubt mir, es macht so viel Spaß, mit dem Cabrio auf der Insel rumzufahren. Vor allem bei den Landschaften. Und da ist auch schon der Einkauf. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Snacks gekauft für die liebe Emily. Ich habe hier extra wie so Kinderüberraschungseier gekauft, die so pink sind. Und hier ist sogar Amy von Sonic Sui. Und Leute, nebenbei, das sind momentan meine Lieblingschips. Und was auch ganz wichtig sind, diese Baby-Quetschis? Quetschi-Nahrung? Baby-Nahrung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die 10 von 10. Die müssen wir immer kaufen. Und ja, noch mehr Schokolade für Emily, denn das hat die sich auf jeden Fall verdient. Denn Leute, diesen Fernsehschrank hat Emily komplett alleine aufgebaut. Und deswegen muss ich sie natürlich belohnen. Generell, Leute, Emily ist hier im Haus so fleißig. Also so fleißig habe ich Emily noch nie gesehen. Man muss sagen, in der alten Wohnung war Emily sehr faul, aber hier im Haus, ja, daran könnte ich mich gewöhnen, Emily. Aber das war's für heute. Jetzt noch ein bisschen chillen in den Pool oder so. Und dann geht's morgen weiter. Vierter Tag. Okay, Leute, ein neuer Tag beginnt. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn heute ist der 29. September. Was heißt das? Leute, Emily hat heute Geburtstag. Also Leute, schreibt auf jeden Fall nochmal alles Gute an Emily in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall einen sehr schönen Tag verbringen. Und Leute, heute hat nicht nur Emily Geburtstag, sondern heute ist auch mein Musikvideo zu dem 1 Million Abonnenten Song gekommen. Und noch eine Sache, gerade kam eine Bestellung an und zwar meine Tischplatte. Leute, wer kennt die Tischstory von mir? Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt eine neue Tischplatte bestellt und die ist angekommen. Das wird aber auf jeden Fall nicht mein fertiger Tisch, denn das wird nur der Tisch sein, mit dem ich jetzt die nächsten Wochen erstmal aufnehmen werde. Der richtige Tisch kommt dann, keine Ahnung, in einem Monat oder so. Und das Komische ist, Freunde, ich habe mir genau diese Tischplatte hier bestellt. 2 Meter mal 80 Zentimeter. Und ich habe mir auch eigentlich nur diese Tischplatte bestellt, aber keine Ahnung warum, aber wir haben auf einmal noch eine bekommen und noch eine. Also ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit diesen Platten hier anfangen soll, aber falls jemand eine Platte braucht, meldet euch bei mir. Ich habe auf jeden Fall jetzt genug für euch da. Naja, wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Also rein in den Benz? Hä, warte mal. Hä, ich bin ja Beifahrer. Oh, oh, Leute, Emily fährt einfach. Aber naja, Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Aber Leute, bei einer Autofahrt darf natürlich die gute Musik nicht fehlen. Deswegen hole ich mal hier das Handy raus. Man sieht hier auch schon Lamin. Gehen wir mal hier drauf. Scrollen wir ein bisschen runter und aha, der neue 1 Million Song. Let's go. Oh, 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 oh. Wir sind 1 Million. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und lebe mein Traum, wir sind 1 Million, ja, ja, 1 Million. Oh, 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 wir sind 1
ist das alles wahr, wie mein Leben gerade läuft. Alles läuft wunderbar. Lami hier, Lami da, fühl mich wie ein Rockstar. Alles nur für die Community und die Family und meine Emily. Morgen. Nächster Tag, Freunde. Ich habe gestern an Emilys Geburtstag nicht mehr gebloggt, denn ich wollte meine ganze Aufmerksamkeit meiner Freundin schenken. Und Leute, ich bin hier mit dem Ronaldo-Trikot. Sui! Leute, wir haben auch super viele Bestellungen bekommen und die werde ich euch jetzt zeigen. Zuerst ein Fernseher für unser Schlafzimmer. Dann kam auch endlich die Matratze an. Oh mein Gott, wir haben jetzt endlich ein normales Bett. Unsere Matratze ist endlich da. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall nicht mehr schlafen. Dann ist unser neuer Grill angekommen. Dann nochmal ein Fernseher für mein Zimmer. Und eigentlich sollte noch ein Fernseher kommen. Ein 85 Zoll Fernseher. Also das ist wirklich ein riesiger Fernseher. Aber Leute, als der Lieferant ankam, hatte der zwei Fernseher am Start und einen Ofen. Und ich gucke den Lieferanten so an, denke mir so, okay, zwei Fernseher, wo ist der dritte und warum ist da noch ein Ofen? Und der Typ sagt einfach nur, oh, da war das wohl ein Fehler. Leute, wie kann man bitte einen Fernseher mit einem Ofen verwechseln? Also ohne Witz, das mit dem Versand hier auf Madeira ist immer noch so eine Sache. Auf jeden Fall haben wir noch unsere neue Monitore abgeholt. Also Leute, es geht auf jeden Fall gut voran mit dem Haus. Emily hatte noch die Idee, dass wir alle unsere Türen von unseren Einbauschränken weiß streichen. Ich glaube, Leute, das würde auch eigentlich besser aussehen, oder? Was sagt ihr? Ich würde einfach sagen, das war's mit diesem Video. Nächste Woche bekommt ihr dann den nächsten Teil vom Hausbau. Also das Ganze wird hier eine Serie, wie wir zusammen das Haus aufbauen. Und am Ende gibt es dann die komplette Haustour. Nochmal danke für alles, Leute. Ich liebe euch. Also Leute, like den Kanal und abonniert das Video, damit ihr diese Videos nicht mehr verpasst. Links und rechts seht ihr jetzt die letzten zwei Videos. Checkt die ab. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ciao!